Ja, hau mal rein. Ja, machen wir mal hier so. Bin ich gut oder was? Was ist geschehen? Altena, Invasion. Der König ist in Gefahr. Aber warum? Oh, happy day. Auf jeden Fall. Ja, okay. Und er kippt ganz öde um. Du ja, ja. Und seine Gefährten beginnen zu merken, dass sie mitten in der einer in der mitten in einer Invasion. Okay. Das dein so schwer. Das ist Magic. Macht weiter, ich gehe den König besuchen. Ja, Sir. Jawohl. Und das Tor ist natürlich geöffnet. Oh nein, was ist, wenn Koren den König erreicht? Er wird sterben. Jo, was geht? Halte durch! Ich bin in Ordnung, lass mich. Rette den König. Alter, du bist so ein... Was denn? So ein Freak, ey. Du Pixelgrabscher. Gar nicht wahr. Nein, überhaupt nicht, überhaupt. Oh, Pixel. Oh, yeah. So erotisch. Ja, liebe Leute, und das war's mit Secret. Verdammt. Oh mein Gott, die haben wir schon mal gebasht. Kommt sie wieder so stark? Nein, diesmal nicht. Hauptsache, ich fetze unten im Nichts rum. Ja, du bist so eine Hilfe. Du High-End Pony! Und Sieg! Ja, da unten können wir auch voll toll kämpfen. Alter, das ist ja wohl voll unfair! Ey, die Zauber sind ja echt öde. Und da fand ich die aus der ersten Teil irgendwie geiler. Aber wir haben ja Rocky, mal gucken, was der bekommt. Achso, das. Aber ein stark, das ist schon mal schön. Niemals! Kauf doch an! Geht doch! Was willst du da unten? Ein Pony? Ich werde sie niederstrecken. Ihr geht zum König. Okay. Sie ist doch schon tot, was will er denn da noch niederstrecken? Wer weiß, wer weiß. Oh, yeah. Und dann nennt's mich ein Pixelgrabscher, ja? Endlich treffen wir uns, oh großer König Richard. Also war es wirklich der Zauberer des roten Lokus, der uns angriff? Sag mir, ja, sag mir, warum will Walder Königin von Altena vor Sina erobern? Ganz einfach, wir brauchen eure Mana-Steine und niemand wird uns aufhalten. Das Einzige, was Walder bereut, ist, dass sie heute bei unserem Triumph nicht dabei sein kann. In der Tat! Hä? Was hier auch nicht. So still heute, mein König! Was? Gut, dann stirbt. Ja. Wie bitte? Omnitopolo. Stirb! Miau. Miau. Oh yeah, voll daneben. Aha, aha, aha. Schaut, wen wir hier haben. Aha, aha, I like it. Aha, aha. Oh Mann. Na weiter. Von all den Menschen auf der Welt treffe ich ausgerechnet dich, Dradi. Hä?
Wir treffen uns sicher wieder. Warte, bis deine Mutter davon hört. Ja, natürlich. Er kennt doch Drachen. Hey Mann, ist noch bis um 12 wach. Hallo, geht's noch? Hallo? Eure Majestät. Oh Gott. Duran! Ich war ein Söldner von Vorsichtner, aber ich ging vor, um den roten Zauberer zu finden. Okay. Eure Majestät, ich bin neugierig. Ihr kennt meine Mutter, die Königin Altina? Was? Du bist Walders Tochter. Lass mir doch landen. Verpiss dir so im Schloss, du. Ja, aber ich finde nicht Altina, weil meine Mutter mich töten wollte. Ich glaube das nicht. Walda hat eine Tochter. Was ist es? Was? 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 Nein, nichts. Was? Was ist nichts, nichts? Vertuschel es nicht und sag es mir. Hey, rede nicht so mit dem König. Oh Gott. Ist okay, meine Prinzessin. Was? Du wirst es bald daraus werden, doch nicht jetzt. Ich bin dein Daddy. Oh, oh. Yeah. Walda, wie konnte sie nur versuchen, ihre Tochter zu töten? Who the fuck ist Walda? Pünktchen, 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 Pünktchen. What the fuck? Wir suchen nach dem Mana-Stein und deren Geister. Bitte sagt uns, wo sie sind. Eine Fee? WTF? Oh Gott. Reiß dich zusammen. Ich erinnere mich an euch aus allen Zeiten. Chill. Ich war einer der Auserwählten, jo. Ah, ja. Wirklich? Miauz. Die Fee starb durch die Hand des Drachenkaisers, jo. Also muss sie eine andere Fee sein, jo. Das bedeutet, dass die Fee der neue Gefahr ist, Digga. Okay. Es gibt 8 Mana-Steine auf der Welt. Aus dem Stein gehen die 8 Elemente hervor. Erde, Wasser, Feuer, Wind, Licht, Dunkelheit, Mond und das Leben. Jeder Mana-Stein wird von einem Geist bewacht. Nun haben wir Laterne! Der Geist des Lichtes und Rocky, den Geist der Erde gefunden. Das ist ultra chillig. Laterne. Ja, ich weiß. Hallo! Tag, Leute. Sechs müsst ihr noch finden. Ihr solltet also als nächstes den Mana-Stein des Windes suchen. Jo. Ich geh hier mal Licht anmachen. Alles klar. Empfind Kone westlich der Rolante hier. Der nächste Hafen ist in Pola. Palo. Du kannst ein Schiff nach Palo in der Handelsstadt Pisa nehmen. Krass, oder was? Oh yeah! Ja. Ich verstehe. Danke für eure Hilfe. Um die restlichen Steine zu finden, braucht ihr die Hilfe von Elektro, dem Geist des Windes. Krass, oder? Kommt wieder, wenn ihr ihn gefunden habt. Jo, viel Glück, Digga. Bitte, ja. Die bleiben ja wohl liegen, keiner kommt zu dir, ey. Ja. Ich war ein Söldner von Fusilla damals, das ist das auch egal, denn das hab ich dir schon mal erzählt. Belästige dich nicht. Na was? Weißt du denn noch, wen wir ansprechen müssen? Ich weiß es noch. Du weißt es noch? Ja. Das ist das Schiff für dich. Wegen der Kanone. Was denn für eine Kanone? Meinst du etwa die Kanone, die hier nicht steht? Wir müssen bestimmt. Genau die! Wir müssen bestimmt erstmal mit ihm reden. Bon voyage? Nein, ich bin dein Bruder Bonjour. Wenn ihr zurück nach Maya wollt, könnt ihr die Kanone, die er mir gegeben hat, benutzen. Sie ist aber noch nicht präpariert. Kommt später wieder. Alles klar, Digga. Yo, B-Boy! Oh Gott. Wir müssen einmal ins I. Dann gehen wir ins I'n. Das war hier, glaube ich, oder? Nee. Ja, wow, I fucking fly.
believe I can touch this guy. Gar nicht, wir müssen in das Haus hier unten mal. Doesn't matter, don't you see him the way. It's good of mana in your face. Ja. Alter! Yeah. Auf dem Hof steht eine große Kanone, wofür sie wohl ist. Mann! Klickst du schon an, Alter, kannst du auch sprechen. Grrr! Oh, voll grrr! Ich hab ihn nicht angesprochen! So, bitte, den alten Knie. Luke, der sich selbst opferte, um den Drachenkaiser zu besiegen. Was? Mein großer Held, okay. Super interessant, das interessiert mich nicht. Mitten in der Geschichte fängt an. Was? Ja, what the fuck? Alter, Alter, was machst du da? Ich hab mich gekratzt, darf mich nicht kratzen? Was soll ich so ein. Alter, wie scratchst du dich denn? Buckepu! Was? Hey, yo! Hey, yo! Ich will ein Bier! Gib mir ein Bier! Guck mal, wie angry ich bin! Ist das Mann oder Frau? Um nach Maya zu gelangen, müsste die Brücke über den Canyon überqueren. Okay. Das war's. So, jetzt meinst du, ist die Kanone da, ja? Nein, das waren noch nicht die. Alles klar. Dann weißt du also nicht, wie wir ansprechen müssen. Hier war das auch nicht. Oh mein Gott. Ja, wo ist denn? Da oben ist das Ding, Schloss. Ja, ja, ist okay. Ich häng ein bisschen fest. Ja, ich sehe das schon. Wie du mal fest hängst. Ja, die hast du gesprochen. Das ist eine andere. Ist die gleiche. Das Schiff. Nein! Das Wassergrille teleportiert sich hin und her. Das Leben einer Person ist 99% Schicksal. Das letzte 1% ist die Hoffnung, die du in dir trägst. Du siehst aus, als ob du eine Wahrsagerin gebrauchen könntest. Lass es mich versuchen. Nein, Nils, böse Nils. Das ist mein. Was auch immer. Das ist mein Napfkuchen. Das ist schon mal ein Anfang. Kann ich nix. Was? Ich kann nix sehen, außer diese kleine Fee. Eine Fee wie die da. What? WTF? Mein Gott! Meine echte Fee! Jetzt fängst du auch in die Stimmlage, ja. Nein. Ja, doch, hau rein. Tut mir leid, immer wenn ich zu jemandem bin, wird deren Zukunft ungewiss. Ich glaube, ich bekomme Kopfschmerzen. Tut mir leid, wir sehen uns und fertig. Ja, ich bin alt und zatterig. Ja. What? Da ist ein Inn. Nein, Mietz, das ist mein Napfkuchen. Tolles Inn. Ja, ne? Yeah, da ist die Tür, da ist die Tür. Geh in die Tür. Ich geh. Sprech sie an, yo. Ein Schiff nach Jahren liegt vor kurzem aus. Was? Oh, was? Jad wurde angegriffen, Alter. Das ist sehr schrecklich, Mann. Ja, man merkt, du kommst aus dem Ghetto. Nein? Was? Oh, ein bisschen. Yeah! Yeah, ich bin so cool. Yeah, Hülse holen und dann entstoppen, yo! DTC for life! Drück einen Knopf. Was, ey, der hat ja sich schon wieder verpisst. Das ist tatsächlich schon wieder verkrümmelt. Ich fass es nicht. Warum spiele ich das Spiel eigentlich alleine? So lange frage ich mich das wirklich. So, wieder da. Ja. Yeah. oh Gott, ich vergesse jedes Mal, wie ich die spreche. Egal. Bonjour! Bonjour, die Kanone von meinem Bruder ist fertig. Er war nicht schwul. Er ist jetzt schwul. Kinder, Bruder, bereit für den Flug nach Maya. Oh ja. Wir müssen auch nicht jeden, nur wichtige Personen, okay? Was heißt hier wichtige Personen? Ja, so wie er. Im Spiel sind alle wichtig, siehst du doch. Gar nicht wahr. Ich bin wichtig, yeah! Hab ich schon erzählt, ich hab einen Drucker. Wahnsinn, ne? Gott. Was? So
Oh. Mann. Jo, was geht? Ich kann eine Weile nicht nach Jahr zurückkehren. Wahrscheinlich bleibe ich hier. Was? Sag mir nicht, wir können jetzt nach Jahr Bonjour ansprechen, nur Bombojarische. Wieso müssen wir den schon wieder anschnuggeln? Ja, weil wir ja seinen Bruder gefunden haben. Oh, my brother hat euch zu seiner Kerne zurückgeschickt. Es funktioniert. Nun wird es Zeit für Phase 2. Ich schicke jedem, den ich kenne, so eine Canon. Und ein neues Canon-Transport-System wird die Fair-Industrie aus dem Geschäft werfen. Eines Tages werden wir alle nur noch so reisen. Ja, super toll. Das hat's jetzt vollgebracht. Du willst nur wieder tippen, Krapschen. Was? Jetzt müssten wir zu der Stadt da unten gehen. Ja, dann machen wir das halt. Ab in die Handelsstadt. Yeah. Bam, vom Wecke, oh! Oh je. Yeah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist hier los? It's tea time! Ja, du bist richtig hart und so mit Leuchten. Ja, hast du davon. Was, Alter, willst du auf Schnauze oder was? Kleine, ja, du gehst wieder so aggressiv mit deinem Bombay-Hut da. Ja, alte Schwuchtel, ey. Schau dir mal die Haare. Nein, das ist wunderschön. Ja. Du mit deinem zerzausten Fell, ja? Was willst du überhaupt, ey? Ja, ich bin halt hart und flach. Lass dich mal entläusen! Entflöhen! Die Frauen stehen auf haarige, behaarte Männer. Eww. Oh yeah. Ich glaube nicht, mein Freund. Ah! Das weißt du doch nicht. Du treibst hier nur in Männergesellschaft umher. Was? Herum meine ich natürlich. Wie auch immer. Ja. Ja, siehst du, da bist du schon fast tot, du Lodger. Was? Warte, heilt er sich. Oh yeah, bam. 100 HPs. Oh yeah! Bam! Wir sind beide vergiftet. Oh mein Gott! Yeah, ich bin ja auch vergiftet. Was machst du da? Heilkräuter. Brauchst du nicht. Doch klar, ich bin vergiftet. Brauchst du nicht. Okay, okay. Das ist so zu überstehen. Ich prüge mich gerade, auf wegzulaufen. Guck, brauchst du nicht. Okay, okay. Beastmänner, uha! Dies hier ist Bieso. Das war ein Kind! Ja, war doch nur eine die Kinderstimme, oder nicht? Na, dies ist Bieso. Jo, der Schlumpfwammer. Ich meine Schrumpfwammer. Das wäre ein unglaublich altes Artefakt. Sowas findest du nicht mal auf dem Schwarzmarkt. Oh mein Gott, war Lügen. Ach ja, apropos Schwarzmarkt. Schwarzmarkt, genau. Da müssten wir doch im Dunkeln hin, oder nicht? Was weiß ich nicht, wir werden es herausfinden. Ja! Ich weiß immer. Sie reden von meiner Geheimwaffe, aber sie wollen nur angeben, ja. Und da ist nochmal ein Kind. Jo, man will die. Oh, man will in letzter Zeit öfters vom Schwarzmarkt, Alter. Doch meistens schläft sie vorher ein, weißt du? Zu voll krass ohne Punkt und Komma und so. Yeah. Meinst du nicht, dass sie alle mit der... Ja, Mann, das Basil! More sleep time! Jo, willkommen, willst du übernachten oder was? Es kostet ja, nur also, lächerliche 75 Euro. Das ist wirklich so ein Ghetto-Stadtdorf hier. Ja, wann willst du aufstehen, Digga? In der Nacht eigentlich. Bis mir lang. Super nackig! Oh yeah!
drück einen Knopf. Knopf. Vesuvius Tag. Wir müssen trotzdem den Dunkeln los, mein Freund. Ich will die Lilien. Tagsüber ist niemand im Haus, Mann, aber nachts. Boah, da geht plötzlich Licht an, Alter. Und man hört komische Geräusche, ey. Aber das ist sicher ein Geist, Mann. Ich bin Mataro, Experte für das übernatürliche, Digga. Aber man nennt Geist der Nuss, Mann. Ja, wir sind Geist der Nuss. Ding, Alter, hier ist bestimmt der Schwarzmarkt, Alter. Nein. Wie ist nein? Nein, das ist nicht der Schwarzmarkt. Ja, der ist halt nicht. Hier ist er. Dieser Schwarzmarkt, Alter. Der ist nur nachts geöffnet, Ding. Oh, Ding. Ding sagt niemand mehr, das ist so 80er. Ja, und das Spiel ist aus den 80er. Nein! Oh, wann wird es endlich... wann wird es Nacht? Ich möchte den Krempel meines Großvaters verkaufen, Mann. Wo sind wir hier gelandet? Weiß ich auch nicht. Bei einer Oh yeah! Im Sinn von Besel ist Bruker Ding. Vulkaninsel, ein. Wie denn? Ich hörte, der Vulkan wird ausbrechen. Jo. What the fuck? Okay. So, hier, Alter. Ich hab Schnauze voll. Wo ist das Mistding? Kannst du einfach eine Traumlos benutzen, Ding? Oh yeah, ein Traum. Wow. Ja, siehst du, da wird mein Charakter schon richtig angry. Guck, 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 Alter. Oh, wow! Ist ja gut. Oh nein! Welcome. Ach so, der verkauft nur den Müll. Kauf auch den Müll. Jo. Oh yeah. Wir, die Aurora-Schwestern, sind die Hauptattraktion auf dem Markt. Sollen wir tanzen? Oh yeah, das sollt ihr. Hey, Ladies. Oh yeah, wilder Hüftschwung. Oh mein Gott, das ist das Panne. Und links und rechts, Schwestern, yo! Just beat it! I like the candy shop. Ah, ich glaube, das sollte klatschen sein. Ja, und jetzt haut ab hier. Business is not my job. Und tschicke, tschicke! Oh, okay, das steht was Wichtiges vielleicht. Ein Prinz sagt, er wäre ein Prinz, hä? Come on, wieder hier. Dann habe ich ein paar neue, Jung. Ah, Sklavenhändler und so, oder was? Weiß nicht, oh krass. Dein Schicksal ist... Kannst du nicht ändern! Was? Was geht hier nur ab? Komm auf dem Schwarzmarkt. Hier ist hier was hier. Ach so, ja, hier Zeug und so. Alles klar. Ja, dann hätte ich gern Zeug. Ja. Ja, tolles Zeug, wirklich. Ich bin beeindruckt. Hey. So, es tut mir leid, wir sind ausverkauft. Der letzte wurde gerade verkauft. Ein Kind sagt. Das sagte, es wäre ein Prinz. Komm morgen wieder, dann habe ich ein paar neue. Und jeder weiß, dass es nichts bringt, selbst wenn wir zweimal schlafen gehen, dass er keine neuen haben will. Ja, das wird wohl so sein. Oh, wir sollten vielleicht ins Gizboosty-Haus. Oh yeah, Gizboosty! War das hier? Ja. Ein Geist! Geist! Nein, Digga! Ich arbeite am Tag beim Schwarzmarkt als Hausmeister. Ich bin nie zu Hause, Alter. Yo, wo ist jetzt hier unser Gangster-Geister-Nuss? Man. Was? Da wollte ich gar nicht hin. Jojo. Du verläufst dich aber ständig. Du läufst überall rein, wo wir gar nicht rein wollen. Warum tust du das?
Mit denen haben wir auch schon geschnaggelt. Mit jedem geschnackt oder so? Nein, geschnaggelt. Ach so. Ein Riesenunterschied, mein Freund. Da oben steht er doch, da oben! Da oben? Da kommen wir aber so. Was fährst du schon wieder am Schwarzmarkt? Ja, da muss ein Trap sein oder so. Hier rechts ist bestimmt ein Trap oder so. Hast du nicht geguckt, Junge? Hier rechts ist bestimmt ein Trap. Ja, super. Ja, da geht's raus. Ja, ich will mich auch ein bisschen umschauen. Okay, schau dich um. Hier, ein Dicken. Ein Passagier fährt zwischen Paul und hier. Paul ist nahe dem Eingang zu Bololante, der Königreich des Windes, aber ich wollte da nicht hin. Bololante wurde kürzlich von Navarre erobert, viele wurden getötet. Ja. Echt mies Blut und so, böse als Skeletor. Der Schwarzmarkt stellt doch Tänzerin ein, weißt du, Alter? Jo, diese Weise hat sie vorhin genau nicht hochzulaufen. Alter, das ist eklig. Was? Das ist ja noch widerlicher als eine perverse Sucht, hier nach Pixel-Titten zu grabschen. Was? Ja, genau. Jo, hinterher, los! Arm! Oh yeah. Dafür misst man auch gar nicht seinen Battlefield 3 Sound. Nein. Ja, nein. Der ist viel geiler, diese wunderschönen 8-Bit Sounds. Mein Traum. Oh, so groß ist das Spiel, ey. Ah! Gleich ein Cut! Was? Was? What? Whee! Wir sind in Fischestadt, Palo! Oh, bestimmt mies böse hier! Oh, was ist denn für ein Skeleton? Oh! Ah, nee, doch, ich! Oh! What? Weiß er nicht, wer will nicht? Ist das Isabellas Werk? Hey, du sag was! Palo gehört nun zum Navarra Königreich, ihr müsst euch uns fügen! Der Fluch Isabella, scheinbar ist die ganze Armee hinter ihrem Gewalt! Hinter ihrem Gewalt, ja. Ja, manchmal hat er das. Ja. Oh! Er nix sagen tut. Und er! Oh, er auch nichts sagen tut. Schön, dass ich hier den Weg vorschreibe, das finde ich sehr schön. Ab durch die Tür. Je, yeah, was geht hier ab? Jo, lass uns Waffen kaufen. Wenn er welche hat. Willkommen. Oh yeah. Okay, es macht mich stärker. Dann kriegt ihr auch was. Ja, super. Oh, was geht hier ab? Den habe ich schon. Der fehlt noch. Was, wovon redest du jetzt? Yeah. Ich frage mich, was du da schon wieder machst. Ach, nix. Rüstest du uns aus? Alter, sag mir jetzt nicht, du spielst nebenbei noch was anderes. Ob du uns ausrüstest? Ja, gleich. Ich hab schon gekauft. Was hast du gekauft? Waffen. Die hab ich gerade gekauft. Die hab ich schon gekauft. Das war ich, nicht du. Ich. 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 Ich hab sogar ein Schwert zweimal gekauft wegen dir. Raffi! Hey, Raffi! Ah, das bist du, Mann. Du musst sprechen. Okay, wir haben gerade einen Riesenfehler. Wir können den ganzen Scheiß abbrechen. Dann lese ich das jetzt trotzdem auch. Brad! Ja, da steht, ich bin's, Brad. Erkennst du mich nicht? Ja, super. Bei mir stehen wir nämlich draußen. Ich kann hier rumlaufen. Fluch diese Bella! Das bleibt, dann suche ich jetzt mal ein Safe Point. Da ist ein Safe Point. Yeah, super epic! Ein Kunde so spät in der Nacht, du wirst Schlaf brauchen. Willst du über Nacht bleiben? Es kostet 90 Luke. Krill, glaube ich, heißen die hier. Ein schöner gute Nacht. Okidoki. Wir schlafen jetzt. Ja, schön. Super nackig. Super nackig! Bist du spät? Sag mir mal Bescheid, wenn er gespeichert hat. Ja, jetzt. Hat er das so.